hält ein Polizist eine Blondine an. Sagt er, hören Sie mal, bis 12 muss das Kind auf den Kindersitz. Sagt die Blondine, ach, machen Sie doch nicht so Stress wegen den paar Minuten. Ein Türke und ein Deutscher, ja, gehen einkaufen, holen sich Alkohol im Supermarkt. Die Kassiererin sagt zum Deutschen, Ausweis bitte. Der Deutsche zeigt den vor, kauft seinen Alkohol und dann gehen beide raus. Sagt der Türke zum Deutschen, hahaha, ich musste noch nie meinen Ausweis zeigen. Sagt der Deutsche, hör mal zu, du bist ein Türke, die freuen sich überhaupt, dass du an die Kasse gehst. Mündliche Prüfung an der Uni. Physik. Der erste Prüfling wird hereingerufen, fragt ihn der Dozent. Sie sitzen in einem Zug, der mit 80 km/h unterwegs ist. Auf einmal wird ihnen sehr, 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 sehr warm. Was tun sie? Sagt der Prüfling, ja, ich öffne das Fenster. Dann fragt ihn der Dozent, berechnen Sie mir bitte den Luftwiderstand, der zustande kommt durchs Öffnen des Fensters. Was entsteht für ein Reibungsunterschied zwischen Fahrgestell und Gleisen? Und wird der Zug durch Öffnen des Fensters langsamer, wenn ja, um wie viel? Der Prüfling ist natürlich total entsetzt und kann die Frage nicht beantworten, fällt durch raus. So, das Gleiche passiert auch den nächsten 20 Prüflingen. Ja? Kommt der 21. rein, dem wird genau die gleiche Frage gestellt. Ihnen wird sehr, 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 sehr warm, was tun Sie? Sagt der, ja, ich ziehe meine Jacke aus. Es ist aber übertrieben warm. Sagt der wieder, ja, dann ziehe ich meinen Pulli aus. Sagt der Dozent, es ist aber so heiß wie in einer Sauna. Dann sagt der Prüfling, ja, dann ziehe ich mich nackt aus und bleibe einfach nackt im Zug sitzen. Sagt der Dozent wieder, im Zug sind zwei sehr, sehr, sehr geile Homosexuelle, die sie vernaschen wollen. Dann sagt der Prüfling, wissen Sie, ich war schon 10-mal bei dieser Prüfung. Und wenn der ganze Zug mit geilen Homosexuellen wäre, das verdammte Fenster bleibt geschlossen. Erik und Yannick gehen ins Kino zusammen. Ja? Setzen sich hin, genießen ihr Popcorn, ihre Nachos. Vor ihnen sitzt ein Glatzkopf. Sagt der Erik zu Yannick, ey Yannick, wetten, ich kann dem Glatzkopf eine scheuern und er wird mir nichts tun. Sagt der Yannick, oh, da halte ich gegen, der wird dich auf jeden Fall verprügeln. Sagt der Erik, komm, wetten wir um 5 Euro. Sagt der Yannick, bin ich dabei. Was macht Erik? Klatscht ihm eine. Patsch! Dreht der Typ sich um. Sagt der Erik, ich dachte, die sind ein Kollege von mir. Sorry, ich habe sie verwechselt. Sagt der Typ, kein Problem, kann ja mal passieren. Yannick gibt dem Erik 5 Euro ja, und sagt, ey krass, das hätte ich nicht gedacht. Sagt der Erik, wetten, ich kann dir nochmal eine klatschen. Ja, und er wird mir wieder nichts tun. Lass mal nochmal um 5 Euro wetten. Sagt Yannick, nee. Also jetzt wird er dir auf jeden Fall was tun, wenn du dem nochmal eine klatschst. Ne? Sagt Erik, ja, pass auf, du wirst sehen. Holt Erik aus, klatscht dem Glatzkopf wieder ein und sagt, Mensch, Kevin, das bist du doch auf jeden Fall, Alter. Ich erkenne dich doch. Ne? Dreht der Glatzkopf sich um, sagt er, ey, manche Leute sehen sich ähnlich. Ich bin nicht der Kevin. Ne? Macht Erik so und kassiert die 5 Euro von Yannick wieder. Ja? Der Glatzkopf ist natürlich total verstört, steht auf und setzt sich ganz weit nach hinten. Ja, weg von den zwei. Sagt Erik, ey, wetten um 5 Euro, ich kann wieder hingehen und ihm eine klatschen. Sagt Yannick, niemals, komm, lass sogar um 20 Euro wetten. Jetzt wird er dir auf jeden Fall was tun. Wetten die, steht Erik auf, geht nach hinten, gibt dem Glatzkopf wieder eine Backpfeife und sagt, boah, Kevin, hier hinten sitzt du und ich hab vorne die ganze Zeit in so einem Video geklatscht.